Sie, Bakhtan, jetzt. Ja, Sir, bin unterwegs. Bringen Sie einen Sprengsatz am Störsender an. Roger, platziere Sprengsatz. Präzisionsschuss, abbrechen, Kommando. Könnte ich den ganzen Tag machen. Bin unterwegs. Scorch in Position. Sprengsatz im Schacht, Sir. Tut das gut. Gut, dann heilst du dich eben nochmal. Deckung, Deltas. Und der Störsender ist zerstört. Kommunikationssysteme funktionieren wieder. Erste Scans zeigen einen großen Komplex in der Ebene unter Ihnen. Gehen Sie durch die Öffnung hinter dem Störsender. Am Ende dieses Schachts ist ein Sims. Von dem Sims aus können Sie sich in die Ebene darunter abseilen. Okay. Wir müssen weiter runter. Wir sind genau hinter Ihnen, Teamleader. Aufpassen, ich habe vermehrte Feindaktivitäten auf den Sensoren. Auf der anderen Seite des Turms führen wir... Es geht weiter runter. Na klar. Meines Wissens kommen Sie über den Turm nicht in die Fabrik. Ich denke, Sie müssen sich etwas einfallen lassen. Kämpfer! Hier haben wir freies Schussfeld. Flankiert das neue Ziel. Deckung! Oh, da kam nur noch eine Leiche angeflogen. Oh ja, die sind auch schön. Die Gegner. Deren Waffen kann man sogar aufsammeln und damit schießen. Wir haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Platzieren wir dadurch einen Sprengsatz. Erledigen wir sie von hier, Delta. Oh ja, da kommt schon wieder so einer an. Ich muss nachladen. Allzeit bereit, Sir. Nein, natürlich kann ich die jetzt nicht aufheben. Deckung brechen, Sonargeschütz am Ende der Brücke. Du bist tot. Gib mir Feuerschutz. Mache, Sprengsätze scharf. Tja, das zu dem Geschütz. Sprengsätze platziert, 3-8. Achtung, Granate. Gut. Weiter, Deltas. Was? Hat mich da etwa ein Teammitglied beschossen? Delta, formieren Sie sich. Wie aus dem Lehrbuch. Rücke zum Ziel vor. Gegner erledigt. Neutralisiert. So, ich bringe das eben an. Dann haben die drei da Scharfschützenpositionen, halten mir die Feinde vom Hals. Und ich spring das in aller Ruhe in die Luft. In die Luft, ja, ist richtig. Deckung, Delta. Weil letzten Endes können die einfach besser zielen als ich. Wir brechen auf. So, weiter vorrücken. Nehme Position ein. Also aus meiner Sicht ist das Spiel nach wie vor klasse halt, weil es hat halt eine gute Geschichte, die auch gut erzählt ist. Und Moment. Zack, so. Die gut erzählt ist, hat eine gute Ost, die ich ja liebe eigentlich. Und ist halt auch vom Shooter-Feeling her ganz gut. Spielt sich ganz gut und so. Ziel terminiert. Eine gut platzierte nice. Bombe am Fuß des Turms und schon haben wir eine Brücke. Ich bin wieder auf Helm. Alles klar, dann komm mal her. Ich hack das. Oder setz die Bombe. Formieren. Gebiet sichern. Roger. Deckung, Deltas. Zack. Position ändern, Delta. Was wollen wir mehr? Positiv. Angriffsformation einnehmen, Deltas. Die Fabrik ist so, und dann nochmal heilen. Position, Deltas. Und dann haben wir es. Top. Jo. Oh,
ich habe das aber wesentlich schwerer in Erinnerung. Wahrscheinlich bin ich inzwischen einfach etwas besser zumindest geworden. Okay. Suchen Sie einen Computer und kopieren Sie die Fabrikpläne. Ja. Ich prüfe Sie auf Schwachstellen. Gut, ich meine, Levelaufbau ist natürlich linear, sehr linear. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Scorch, machen Sie scharf. Aber wie oft habe ich es durchgespielt? Ich habe es bestimmt so an die 30, 40 Mal durchgespielt. Das war halt mein einziger Ego-Shooter und es hat saumäßig Spaß gebracht. Tja. Und ab geht's durch den Lüftungsschacht. Nee, brauchst du nicht, hier sind keine Feinde. Noch ein bisschen. Grün heißt los. Na dann. Bleib am Boden. Mit dieser Konsole haben Sie Zugriff auf den Hauptcomputer der Fabrik. Sobald die Verbindung steht, kann ich die Türen öffnen. Geh in Deckung. So, der ist weg. Ich komm wieder. Ziel eliminiert. Ich helfe Delta 62. Ja, mach das mal. Oh, ich hab noch volles Leben. Sehr schön. Die zweite Leitung ist am Ende des Fließbands auf der Fertigungsebene. Sie müssen beide Ziele zerstören, um die Energiezufuhr der Fabrik zu unterbrechen. Einsatzzielanzeige wird aktualisiert. Na dann zerstören wir mal die Stromversorgung. Delta 4-0 ist wieder fit. Brechen Sie die Tür auf. Ich fange jetzt Sprengen an. Ist immer gut. Aktiviere Detonator. Alles gesichert. Oh, ja, okay. Haben wir zwei geworfen. Erste Stromleitung. Wir müssen weiter runter. Ziel eliminiert. Gute Arbeit, 3-8. Treffer bestätigt. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Ja, diese Bank sind lässig. Wir bereichern sich. Da habe ich viel erwischt. Regel 1, töte sie, bevor sie dich töten. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Geh in Position. Allzeit vorbei. Genau, da liegt so eine Strahlenwaffe rum. 3-8, hinter Ihnen. Ja, ja, ist ja gut. Okay. Ah, genau, da hab ich's. Irgendwie so eine Mischung aus Waffe und Käfer. Wie man's von den Geonosianern erwartet. Deckung, Delta! Das ist die zweite Stromleitung. So. Da ist der erstmal eine Granate. Oh, der ist schon erledigt. Sehr schön. Genau, der orangene Streifen, den man da an der Waffe sieht, ist Räumen wir hier ein bisschen um, Deltas. Munitionsanzeige, sag ich mal, ist halt wie viel Energie das Ding hat. Sprengsätze platziert, 3-8. Achtung, Granate. Achtung, Granate! Wir sind gefasst, 3-8. Sie
Ziel eliminieren. Geschafft. Da habe ich mich selbst mit meiner Granate geschockt. War hier noch irgendwas? Genau. Keine Ahnung, warum hier viele sind. Ich dachte, sie würden nie fragen, Sir. Wahrscheinlich, damit es schneller geht, falls mehrere verletzt sind. Von hier haben wir freies Schussfeld. Du machst da mal Scharfschütze. Ziel eliminieren. Tja. Da sind die schnell fertig, na? Unser Ziel ist da drüben, auf der anderen Seite des Schilds. Knacken wir das Terminal Delta. Okay. Zielbereich in Sicht. Ja, schieß doch nicht hier auf mich, Mann. Terminal gehackt. Los, los! Räumen wir hier ein bisschen um, Delta. Platziere Sprengsatz. Brauche Deckung. Gleich habe ich's, Sir. Sprengsatz ist scharf, Sir. Zurück, Delta. Aber, Delta. Laut meiner Sensoren steht die Fabrik. Los, Team, verschwinden wir. So. Und nachladen. Und jetzt heißt es laufen. Wobei, muss man eigentlich nicht. Aber hier geht alles in die Luft. Aber erst wenn man draußen ist, von daher. Tun wir jetzt einfach mal so, als wäre es unter Zeitdruck. Wir müssen hier raus. Schnell. Wo sind Sie gerade? Schön, dass ihr vorbeischaut. Oh, das war natürlich genial. Und jawoll. Delta, da ist ein großes Flugabwehrgeschütz voraus. Näher kriege ich sie nicht an das Ziel. Viel Glück. Delta, ein paar Klicks entfernt liegt ein deaktiviertes Droidenkernschiff. Bringen Sie das Schiff ein und besorgen Sie uns die Startcodes. Mit den Codes können wir die Evakuierung der Separatistenflotte stoppen. Bahnen Sie sich einen Weg durch die Schlucht und verschaffen Sie sich Zugang zum Schiff. Gibt es Informationen über feindliche Truppen in diesem Gebiet? Das Kernschiff ist mit einem großen Flugabwehrgeschütz gesichert. Erste Scans deuten auf zahlreiche Ausfälle. Sie sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Da vorne führt ein schmaler Weg direkt zur nächsten Schlucht. Also, los geht's, Deltas. Viel Glück, Delta. Und kommt die ohne die Startcode zurück. Guter Schlag, Sir. Ich denke, wir müssen uns durch das Geröll sprengen, Sir. Ja, dann mach das doch mal. So, Kontrollpunkt. Nach der Sprengung werde ich auch erstmal kurz unterbrechen, um dann zu sehen, bei den Lost Planet Videos war es ja ab und zu so, dass der Ton ein bisschen verschoben war. Ich liebe dieses Geräusch. Das will ich mal gucken. Und dann mache ich an der Stelle jetzt mal Schluss, ne? Tschüss. So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Republic Commando Let's Play. Wir haben hier gerade die Barrikade, die Steinbarrikade in die Luft gesprengt und jetzt muss ich sehen, was hier abgeht. Oh, da sind normale Klonentruppen. Durchhalten, Soldat! Delta Team, ab mit Ihnen! Ja klar, helfe ich euch. Ja, Idiot, verstehst du da auch nur so rum? So viel zum Thema Bruchlandung. Auch eine coole Sache, man kann hier einsteigen oder denen zumindest das befehlen. Da kommt man auch selber rein. Ziel eliminieren. Erledigt. Von hier kriegen wir sie nicht. Rücken zu ihrem Ziel vor. Genau. Ja, da komme ich leider nicht hin. Wie viele Abschüsse hattest du heute? Und wenn du da mal weggehen würdest, Kumpel, dann ja. Haltet die Frequenz frei, ihr zwei. Ganz ruhig, Fixer. Wir machen doch nur Spaß. Bisschen überpowered an dieser Stelle, aber immerhin dadurch eingeschränkt, dass man nicht um 360 Grad schießen kann. Also ein eingeschränktes Schussfeld hat. Das macht es dann doch etwas ausgeglichener zumindest. So, ich glaube, das war's. Da türmen sich die Leichen. Oh. Oh, und da ist wieder so ein
Kumpel hier.